kümmerliche Vorstellung. Der Planet Magallan. Unsere Heimat. Vor 160 Jahren wurde sie durch einen Meteoriteneinschlag fast vollständig zerstört. Doch es gab Überlebende, die sich aus den Ruinen der alten Welt wieder neu erhoben. Die Schwachen flohen in die Wildnis, wurden größtenteils dezimiert oder versteckten sich hinter dem Schutz der neu formierten Gemeinschaften. Die Starken kämpften um die knappen Rohstoffe und Waffen, die die alte Welt ihnen hinterlassen hatte. Doch der Meteor brachte nicht nur Zerstörung. Auch ein neues, bisher völlig unbekanntes Element kam auf unsere Welt. Elex. Es verlieh den Menschen unglaubliche Macht und die Fähigkeit, übermächtige Technik zu entwickeln und viele Arten von Magie zu wirken. Doch das hatte seinen Preis. Elex in seiner reinen Form führte zu Degenerationen der vegetativen Systeme des Körpers. Diejenigen, deren Geist stark genug war, konnten diesen Verfall überwinden und wurden zu emotionslosen und synthetischen Abarten der Gattung Mensch. Sie nennen sich selbst die Alps. Es dauerte nur wenige Jahre, bis die Alps stark genug waren, um den Rest der freien Menschen zu jagen und ihre Existenz zu bedrohen. Seither führen wir einen erbitterten Krieg gegen ihre Ausbeutung und Tyrannei. Einer der Alps, ein aufstrebender und siegreicher Feldherr, ist der effektivste unter ihnen. Wir nennen ihn die Bestie von Xarkor. So erfüllst du also deinen Auftrag. Du kennst unsere Direktive. Du weißt, es gibt nur eine Konsequenz für dein Versagen.
Einen wunderschönen guten Tag und willkommen bei Elex. Jo, da legt man mal ein paar Tage in den Dreck und dann kommt auch schon ein Barbier vorbei und trimmt einen schön den Schnauzbart. Das war gerade der Typ, den man noch zuletzt im Intro gesehen hat. Das war der Barbier. Verdammt, mein Schädel. Wenn ich überleben will, muss ich mich beeilen. Ohne eine geeignete Waffe bin ich erledigt. Ach ja? Da ist deine geeignete Waffe. Einfach mal aus der Hosentasche gezaubert, den Knüppel. Naja, ich freue mich auf Elex 1. Ich habe es zweimal gespielt, einmal bei Release, einmal vor knapp eineinhalb Jahren im Let's Play. Da bin ich Outlaw geworden. Beim Release damals habe ich als Kleriker gespielt. Ja, und jetzt hätte ich Bock nochmal zu den Berserkern zu gehen und vielleicht auch so ein bisschen auf Magie zu gehen. Und ich bin sehr gehypt, was Elex 2 angeht. Ich mochte Elex 1 oder ich mag Elex 1 und deswegen bin ich gespannt, was in Elex 2 so auf uns zukommt. Und ja, seit dem Trailer bin ich ganz gespannt. Habe auch die letzten Videos von dem Piranha Becken TV mal geguckt, wo sie da schon noch einige Informationen uns gegeben haben. Ja, und wir spielen ja in Elex 2 auch den guten Jax wieder. Und von daher macht es ja Sinn, sich nochmal den ersten Teil in Ruhe anzugucken. Dieses Huhn ist gefährlicher, als man denkt. Ich muss erstmal wieder ins Kampfsystem reinkommen. Gerade am Anfang, da braucht man ja immer ein bisschen, bis diese Kombometer da voll ist, dass man Schaden macht. Naja. Spielt auf dem Schwierigkeitsgrad schwer. Mal gucken, wie das so wird. Aber ich denke mal, das sollte man hinbekommen, wenn man Elex schon mal gespielt hat. Aber ich kenne mich halt lange nicht so gut aus wie bei Gothic. Und da ist es auch interessant für mich. Deshalb habe ich auch direkt am Anfang schon eine Bitte. Wenn ihr euch sehr gut in Elex auskennt, dann behaltet es bitte für euch. Es sei denn, ich frage danach. Ich will keine Spoiler wie geh bitte dahin, da liegt die beste Waffe im Spiel und sowas lesen. Ich weiß, viele Leute meinen das auch immer gut, aber ich will es nicht hören. Weil ich bin eher froh, wenn ich aus Zufall etwas finde. Und dann denke ich mir so, wow, eine coole neue Waffe, die kann ich ja jetzt benutzen. Und nicht, ich gehe zielgerichtet dahin und hol mir die beste Waffe im Spiel. Ne, und arbeite dann darauf hin, dass ich die bekomme. Also gerade bei Rollenspielen macht es mir Spaß, einfach mal Dinge zu entdecken oder auch Dinge zu verpassen. Weil dadurch habe ich mein eigenes Spielerlebnis. Ne? Naja, und was mich beim Intro so ein bisschen wundert am Anfang, dieser gute Typ da von den Alps, der uns hinrichten lassen wollte. Wieso haben sie nicht nochmal nachgeschaut, ob ich wirklich gestorben bin? Das ist ja ein bisschen leichtsinnig, weil wir sind ja keine unwichtige Person, wie man im Intro schon erfahren hat. Das ist doch ein bisschen merkwürdig, dass man sich einfach dann nicht mehr darum kümmert, ob wir jetzt wirklich tot sind. Also wenn man den Auftrag dann schon mal hat. Ne? Eine meiner Crony-Einheiten, O3. Sie ist beim Absturz komplett zerstört worden. Ich frage mich, wo Crony O4 hin ist. Wenn er noch aktiv ist, finde ich ihn vielleicht hier in Edan. Mal sehen, ob ich ihn orten kann. Da ist nichts mehr zu machen. Tja, da ist wohl nichts mehr zu machen. Und ich muss sagen, für mich ist es jetzt auch mal eine gelungene Abwechslung, nach den ganzen Gothic und anderen Piranha-Bytes-Spielen wieder Elex zu spielen. Ich muss hier weg. Die Ruine da könnte mir Schutz bieten. Vielleicht finde ich da noch etwas Brauchbares. Ja, das könnte sein. Meine Haut. Ich bin von einem freien Menschen kaum noch zu unterscheiden. Ist auch eine Folge meines Elex-Entzugs. Das liegt am Schnauzbart. Du bist deshalb von einem normalen Menschen nicht mehr zu unterscheiden. Und ich dachte halt einfach, da gibt's halt, ich habe halt mehrere Mods installiert, so kleine Mini-Mods, ne, und eine davon ist halt der Schnauzbart. Und, ja. Ganz ehrlich, das passt doch. So ein dicker Pornobalken im Gesicht. Ich finde das gut. So.
So, den ganzen Kladderadatsch nehmen wir mal mit hier. Und ich muss mich halt wirklich jetzt nochmal neu einfinden, weil gerade so diese ganzen Spielfunktionen, wie man Waffen aufwertet und alles Mögliche, das muss ich jetzt erstmal wieder auf ein neues herausfinden. Ist aber nicht schlimm. So, kann ich das irgendwie in die Schnellleiste packen? Quick. Genau, das machen wir mal auf 2. Ich finde zum Beispiel... Verrottete Technologie der alten Welt. Hier ist nicht mehr viel zu holen. Ja, richtig. Ja, richtig. Und unterbrich mich bitte nicht. Ich finde zum Beispiel schade, dass er eine Einhandwaffe oder eine Zweihandwaffe und den Bogen nicht mehr gleichzeitig trägt, so wie bei Gothic. Achso, und auch dieses automatische Spannen. Das ist zum Beispiel auch etwas, was sich ja voll verändert hat. Zu, Oh, wer bist du denn? Shit. Ja, das war's mit dir. Das ist ja auch etwas, was sich verändert hat zu anderen Piranha-Bytes-Spielen. War aber ab Risen 2 ja schon so, ne? Finde ich ein bisschen schade. Ich finde es cool, wenn der Held so mehrere Ausrüstungsgegenstände gleichzeitig angelegt hat und man das auch sieht. Und gerade das Bogenschießen ist halt so, irgendwie, wenn man nicht selbst spannt und er automatisch spannt, das nimmt so ein bisschen den Charme weg, finde ich. Vom Bogenschießen. Weiß auch nicht warum, aber ist wahrscheinlich auch Geschmackssache. So, ich sollte mir vielleicht noch ein paar Heiltränke hier. Kleiner Heiltrank. Auf 3 machen. So, und in Elex liegt auch sehr viel rum. Also überall gibt es Sachen zum Looten. Und das ist halt echt krass, wie gefüllt diese Welt ist. Passus 1, die Jagd beginnt. Kallax, dieses Schwein hat mich verraten. Mehr noch, er hat mich hinrichten lassen. Aber ich bin noch da und ich werde nicht eher Ruhe geben, bis Kallax im Dreck vor mir liegt. Ja, Kallax, dann weißt du, was ich mache? Ich schlage dich jetzt zusammen. Okay, jetzt vielleicht nicht, aber irgendwann später. Irgendwann ist es dann soweit. Ja, man muss sagen, Elex ist schon ein schönes Spiel. Hat so seinen eigenen Grafikstil. Aber ich finde es auch sehr stimmig. Das kriegt Piranha Bytes immer gut hin. Eine stimmige Welt zu erschaffen, die optisch auch was hermacht. Dieser Pornobalken sieht so albern aus. So. Wird schon ein langer Aufzug hier. Hoffentlich gibt es auch einen Ausgang aus dieser stillgelegten Observierungsstation. Ah, mein Jetpack. Der Kerl, der mich bestohlen hat, muss es hier verloren haben. Wenigstens etwas. Das wird mir helfen, mich besser fortzubewegen. So, merkwürdig, dass er genau das Jetpack verloren hat. Das ist doch wahrscheinlich mit das Wertvollste in der ganzen Ausrüstung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so viele Leute Jetpacks haben. Ich glaube, eine Fackel werde ich auch nochmal ausrüsten hier irgendwo. Muss die nur mal kurz finden. Da ist sie. So. Werkerhose.
Die können wir doch bestimmt direkt tragen hier. Rüstung plus 3. Schöne Fellhose. Wo ist meine Fackel jetzt hin? Sag mal. Ich meine, da ist jetzt noch einer, aber wo ist die alte hin? Oh, Klopapier, ganz wichtig. Sehr wertvoll in diesen Tagen. Ich weiß gar nicht, wie das bei Elex ist. Sind hier die Throneninhalte auch so zufällig generiert, so wie bei Gothic 3, sodass eine bestimmte Anzahl von Gegenständen da drin ist und auch eine bestimmte Anzahl von möglichen Gegenständen einfach. So. Aber schon zufällig generiert. Weiß ich gerade gar nicht mehr. So, Zigaretten, auch was für die Gesundheit tun. Elektroschrott. Trockenfleisch. Ja. Interessant auch, dass nach so vielen Jahren immer noch der Strom hier über funktioniert. Edan, das Land der Berserker. Ihre Waffen würden mir jetzt helfen. Aber sie werden sie mir wohl nicht freiwillig überlassen. Vermutlich nicht. Ich finde diese Zwischensequenzen übrigens sehr cool, die man immer wieder mal zwischendurch bekommt. Willkommen im Lager! Geht's wieder? Du bist zu laut, dich hört man schon aus 500 Meter Entfernung. Bist du ein Speer oder sowas? Es gab Zeiten, da hättest du mich nicht einmal gesehen, bevor du deinen Kopf verloren hättest. Die Zeiten sind offensichtlich schon lange vorbei. So wie du aussiehst, überlebst du keine zwei Tage in dieser Gegend. Ich komm schon klar. Ist nicht das erste Mal, dass ich hier draußen bin. Das kannst du halten, wie du willst. Ohne Hilfe wirst du nicht weit kommen. Ich gebe dir 24 Stunden. Wer bist du? Mein Name ist Duras. Ich bin Berserker und stamme aus Goliath, der Hauptstadt von Edan. Hauptstadt nennt ihr das? Ihr seid nicht mehr als ein Haufen Wilder, die in den Ruinen der alten Welt hausen. Das Land Edan wäre besser dran, wenn ihr Berserker endlich verschwindet. Wenn du nicht in der Wildnis verrecken willst, brauchst du Hilfe. Also hüte besser deine spitze Zunge. Wo bist du überhaupt hergekommen? Ohne Witz, Duras könnte uns auch einfach hier liegen lassen. Sagen wir ihn einfach mal. Aus der Observierungsstation. Jemand wie du hat an solch gefährlichen Orten nichts verloren. So abgerissen wie du aussiehst, hast du die letzten Tage wohl einiges mitgemacht. Aber keine Sorge, ich werde mich schon um dich kümmern. Die Gegend hier ist nicht sicher. Vor einigen Tagen ist eine dieser Flugmaschinen der Alps oben in den Bergen abgestürzt. Wenn wir Pech haben, schwirren immer noch ein paar Alps in der Nähe herum. Wir sollten hier so schnell wie möglich wieder verschwinden, bevor sie dich halbe Portion noch einkassieren. Ist wahrscheinlich bei ihm besser, wenn man sich nicht verplappert. Du weißt gar nichts. Tatsächlich? Schau dich doch mal an. Du bist erledigt. Du hast nicht einmal vernünftige Ausrüstung für die Wildnis hier draußen. Du solltest dich besser in den Schutz einer Gemeinschaft begeben. Ich könnte dich nach Goliath in unsere Stadt mitnehmen. Da wirst du erst einmal in Sicherheit. Die Alps sind auf der Jagd und ergreifen jeden, den sie hier draußen herumstromern sehen. Du kannst natürlich auch allein dein Glück versuchen. Nicht weit von hier am Waldrand im Norden patrouilliert eine kleine Truppe Alpsoldaten. Sie würden sich sicher freuen, dich zu sehen. Warum willst du mir helfen? So wie ich das sehe, bist du ein Flüchtling. Nein. Ein Gejagter der Alps, so wie alle anderen freien Menschen auch. Warum interessiert dich das?
Die Alps greifen jeden freien Menschen auf, den sie hier draußen finden. Ich hoffe, ich muss dir nicht sagen, dass das deinen Tod bedeuten würde. In allen Ländern auf Magalan wird gekämpft. Die Welt befindet sich am Abgrund. Und ein Kerl wie du, dreckig, schwach, vogelfrei, sollte sich besser an diejenigen halten, die den Alps die Stirn bieten können. Was sagt mir denn, dass es mir bei euch Berserker nicht genauso geht? Egal, was du über uns gehört haben magst. Glauben würde ich nur das Wenigste davon. Mach dir besser dein eigenes Bild. Also, wenn du nicht lebensmüde bist und den Alps direkt in die Arme läufst, hast du Potenzial. Du solltest mir in unserer Hauptstadt Goliath folgen und dir erstmal vernünftige Ausrüstung besorgen. Mhm. Meine Ausrüstung ist weg. Jemand hat mich bestohlen. Ich habe einen Outlaw vor ein paar Tagen mit einer Menge Krempel hier in der Gegend gesehen. Wo ist dieser Kerl? Er ist in Richtung Nordosten verschwunden. Ich schätze, er wollte in die Wüste Tavar. Wenn du ihn erwischen willst, solltest du dich beeilen, bevor er alles auf dem Schwarzmarkt verscherbelt. Ja, warum nicht? Gehen wir doch mal direkt los mit ihm. Na schön, dann geh vor. Bring mich in deine Stadt. Aber schön langsam, damit ich dich im Auge behalte. Dein Misstrauen ist verständlich, aber ich bin die beste Option, die du im Moment hast. Falls wir uns irgendwie verlieren sollten. Goliath liegt im Osten am Fuße des Berges. Das Licht unseres Mana-Schreins kann man von Weitem schon gut sehen. Jetzt mach schon. In Ordnung, hier entlang. Wir sind hier im Jagdgebiet einiger gefährlicher Tiere. Du solltest deine Waffe bereithalten, wenn's holprig wird. Jojo, das mache ich. Ich sollte auch vielleicht mal einen Happen essen. Das könnte man ja auch machen. Eine rostige Axt. Oh, ein bisschen mehr Schaden, warum nicht? Muss halt auch immer gucken, also was für ein Moveset einem am besten gefällt. Gibt ja verschiedene Waffengattungen. Die haben halt unterschiedliche Angriffsmuster. Ab hier müssen wir aufpassen. Eine Menge Fleischfresser treiben sich hier in dieser Gegend herum. Was ist eigentlich deine Aufgabe bei deinem Clan? Viele Berserker bleiben in der Stadt. Da ist es sicher und man läuft nicht den Häschern der Alps in die Fänge. Ich selbst gehöre zu den Kriegern und sorge dafür, dass unsere Werker und Setzer auch ihre Ziele erreichen. Aber darüber kannst du in der Stadt mehr erfahren. Wir sollten jetzt weitergehen. Hier ist es nicht sicher. Geh weiter. Bleib hinter mir. Fertig? Ja, ich bin fertig. Ich glaube, erstmal die ersten paar Folgen werde ich also richtig los auf die Fresse bekommen. Weil man muss sich ja erstmal wieder ans Kampfsystem gewöhnen. Weil es ist ja so ein bisschen. Es ist gewöhnungsbedürftig. Was ist da drin? Einige Ruinen der alten Welt. Das sehe ich, aber warum halten wir hier? Da drinnen habe ich vor 2 Tagen einen Trupp Kleriker beobachtet. Diese religiösen, technikvernarrten Fanatiker aus dem Osten wurden von einer Gruppe Fleischfresser angegriffen. Hörte sich nicht so an, als ob sie das überlebt hätten. Was denn? Kleriker hier draußen? Das hört sich ja gerade so an, als wärst du beunruhigt. Du scheinst die Kleriker wohl nicht zu mögen, was? Zu welcher Gemeinschaft gehörst du nochmal? Ich würde einfach das gerne mal sagen, einfach um zu gucken, wer reagiert. Doch, was mache ich jetzt einfach mal? Mal angenommen, ich käme aus Xarkor, aus dem Land der Alps. Tja, dann müsstest du schon etwas länger nicht mehr dort gewesen sein. Das ganze Elex, das die Alps täglich um sich haben und konsumieren, macht sie zwar stark, aber man erkennt sie auch sofort. Für so einen Eisklotz aus dem Norden hast du mir entschieden zu viel Farbe im Gesicht. Okay, er ist ja... Also ich dachte, normalerweise reagiert er da ein bisschen böser drauf, ne? Weil die Alps sind ja dafür bekannt, dass sie hier die Leute versklaven und so.
Was macht das für einen Unterschied, woher ich komme? Ich gehöre zu keiner Gemeinschaft. Wir Berserker kümmern uns sowieso um jeden Flüchtling, der sich in unser Land verirrt hat. Wenn er nicht gerade die Absicht mitbringt, uns ausrotten zu wollen, wenn du verstehst, was ich meine. Was mir mal jemand noch mal erklären könnte, ist, wie dieses genau Kälte- und Wärme-Dingsbums funktioniert. Weil es ist ja nicht so nach Gut und Böse. Es ist, glaube ich, irgendwie so, man sollte das sagen, was am meisten Sinn für Jax macht. Aber das weiß man oft auch nicht. Oder wäre mal cool, wenn mir das jemand noch mal erklären könnte. Gehen wir durch die Ruinen? Das überlasse ich dir. Die Fleischfresser machen in dieser Gegend keine Gefangenen. Wenn wir die Ruinen meiden, ist es ungefährlicher. Andererseits, die erledigten Kleriker da drin haben vielleicht noch nützliche Ausrüstung. Ich würde zwar die Finger davon lassen, aber bei dir sieht die Sache ja vielleicht anders aus. Wir gehen durch die Ruinen. Dann bist du mutiger, als ich bisher angenommen hatte. Also gut, dann los. Wenn sie nicht schon geplündert wurden, müssten die Leichen der Kleriker noch da sein. Fertig? Bin fertig. Coole Mucke. Ich helfe dir. Ja, andersrum, ich helfe dir, Mann. Was ich, glaube ich, richtig merkwürdig fand bei Elex war auch, dass Stärke nicht eine aktive Auswirkung auf den Schaden hat, sondern nur einem ermöglicht, eine Waffe anzulegen. Das muss ich nochmal beobachten, ob das jetzt wirklich so war. Okay, Musik hört auf einmal auf. Interessant. Ich bin fertig. Du raus, mach's immer fertig. Jetzt reicht's mir. Dieser Ort eignet sich hervorragend für einen Treffpunkt. Das konnte ich aus der Luft von meinem Gleiter aus schon erkennen. Los, du raus, mach ihn weg. So, was gibt's denn hier noch so Schönes? Das ist halt wirklich so ein Ding, es liegt halt überall was rum. Man kann sich halt stundenlang mit Looten beschäftigen in diesem Game. Also wirklich. Es gibt ja nachher so Sonnenbrillen, die dann einem ermöglichen zu sehen, wo was ist. Aber ich weiß auch nicht, ob ich so ein wirklicher Fan davon bin. Es ist zwar nützlich, aber irgendwie ist es auch blöd, wenn man überall schon sieht, ja, da liegt das, da liegt das. Weiß auch nicht. Fertig? Bin fertig. Ich möchte mich aber auch noch umschauen. Propaganda. So. Also los. Wo wollte er denn gerade hin? Weitergehen. Los geht's! Tja! Okay, nice. Schlechter Zeitpunkt. Was? Also los. Dieses Gebäude sieht aus, als wäre dies in der alten Welt einmal so etwas wie eine Lagerhalle für Maschinenteile gewesen. Ein Berserker mit Kenntnissen über Maschinen. Hey, wir nutzen keine Technik. Das heißt nicht, dass wir dämlich sind. Erledige, was du machen willst, und dann lass uns hier schnell wieder verschwinden. Das Vieh mache ich platt! Okay. Danke, Duras.
So, was gibt's denn hier noch Schönes? Gebetsbuch eines Klerikers. Boah, ich muss hier auch mal klarkommen. Die Propaganda kann man sich nicht angucken. Reinheit ist dein oberstes Gebot. Deine Botschaft verbreiten wir im ganzen Land. Wir kehren die Ungläubigen in deinem großen Namen. Kalan, wir folgen deinen Weg bis zum Tag der Rettung. Aufbruch nach Edan. Wir haben den Auftrag erhalten, den Glauben in das Land zu tragen und sollen dafür bis in die Wildnis vordringen. Unsere Reise war beschwerlich und lang, aber wir haben die Waldgrenzen passiert. Die Wälder bergen viele merkwürdige Monster. Wir sind ihnen nach Möglichkeit aus dem Weg gegangen. Wir sind auf einige Waldmenschen gestoßen, aber sie wollten nichts von unserem Lehren hören. Sie bedrohten uns nur und jagten uns davon. Um die Moral meiner Brüder zu stärken, hielten wir heute Abend ein besonders langes Gebet. Kalan möge unser Flehen hören. Wir haben uns in einer Ruine niedergelassen. Bis jetzt konnten wir niemanden erfolgreich Kalans Ideale näher bringen. Ja, das ist wohl nicht so schön geendet hier mit euch. So, da ist noch eine Leiter. Ich muss sagen, das Jetpack ist schon ziemlich cool. Ich freue mich auf Elex 2, wenn man... Da haben sie ja sowas wie Luftkämpfe und so ein Kram, haben sie ja gesagt. Das Kampfsystem wird überarbeitet und dann bin ich mal gespannt, wie das dann noch wird. Weil hier ist es ja schon echt ein cooles Mittel, um so zu erkunden und so. Aber... Gerade wie es denn später noch wird, ne? In Elex 2. Das bleibt spannend. So, komme ich von hier aus darüber? Also ein bisschen mehr geradeaus fliegen. Das ist halt das, was halt geil wäre. Und ich hoffe, das wird es dann in Teil 2 geben. Falsche Taste. Guter Becher. Okay. Da hängt noch etwas dran. Vier Häuser. Das war so eine Rätselquest, glaube ich. Genau, da war dieser große Aufzug. Da sieht man auch schon Goliath. Da oben. Eine Klerikerwaffe fehlt ja noch. Muss ich auch aufpassen, wenn mich hier irgendwie gleich so ein Viech sieht. Kann das ganz schnell meinen Untergang bedeuten. Weil am Anfang ist man halt wirklich, wirklich schwach in Elex. Alles mit. Aber irgendwo habe ich ja eine Klerikerwaffe noch übersehen.
Oh, shit. Na, schon so ein dicker Unhold. Die Raptoren prügeln sich da mit einem Wolf. Ah, hier. Okay. Naja, du rast dann. Habt ihr öfter Kleriker in Idan? Ignadon, die tödliche Felsenlandschaft weit im Osten scheint den hochtechnisierten Klerikern nicht mehr genug Rohstoffe zu liefern. Daher kommt es in letzter Zeit vor, dass sich einige dieser religiösen Fanatiker hierher verirren. Sie scheinen etwas zu suchen, sonst würden sie nicht so weit weg von ihrer Heimat Ignadon operieren. Sehr viel weiß ich darüber allerdings nicht. Hm. Ich habe das hier bei den toten Klerikern gefunden. Aus der Nähe betrachtet wirken diese Waffen weniger furchteinflößend, als man glauben mag. Trotzdem sollte man sie mit Respekt behandeln. Meiner Meinung nach gehören sie aus dem Verkehr gezogen. Glücklicherweise ist Goliath genau der richtige Ort dafür. Wir gehen weiter Richtung Goliath. Wie du meinst, folge mir. Der Absturz des Gleiters in der Observierungsstation. Wie lange ist das jetzt her? Mehrere Tage. Kurz danach gab es wohl so etwas wie eine Schießerei, aber mittlerweile ist es ruhig geworden in der Gegend. Die meisten Alps haben sich wieder weit in den Norden zurückgezogen. Irgendetwas Schwerwiegendes scheint sich bei ihnen da oben in Xakor zusammenzubrauen. Von hier aus ist schwer zu sagen, was. So, so. Duras, geh bitte drauf. Im Moment nicht. Später wieder. Ja, alles klar. Weitergehen. Es kann weitergehen, Kumpel. Ist auch ein ungeduldiger Zeitgenosse, der Duras. Die Erfahrung ist also erbärmlich von dem Typen, ne? Die ersten Gegner bringen halt so wenig. Warte mal. Ein Kampf, da mach ich mit. Oh shit. Duras, ich würde mal sagen, ich brauche deine Hilfe. Nein, Duras. Duras, Mann. Duras, siehst du das etwa nicht? Siehst du das nicht hier? Das? Was ist denn mit ihm? Also los. Das ist so ein Affe. Kann's weitergehen? Nein, es kann nicht weitergehen. Es bleibt hier. Okay. Perfekt. Danke, Duras. Schön, dass du auch mal mitmischst. Ich freue mich. Ich weiß gar nicht, ob Duras die schafft. Die sind ja ziemlich stark, die Burschen. Ah doch. Der könnte es schaffen. Ah ne, er könnte es nicht schaffen. Okay. Mache ich euch überhaupt Schaden? Ganz wenig. Okay. Ha!
Weiß nicht, ob ich da Bock drauf habe. Oh shit, der hat eine Schusswaffe. Du raus. Fertig? Nein. Nein, 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 nein. Hey, wo hat der jetzt ein Schild her? Der Duras will mich komplett verarschen. Guckt ihn euch an! Er läuft einfach weg! Ey, ey, ey! Duras, Mann! Der läuft einfach! Ich könnte versuchen, die zur Stadt zu locken. Da sind ja mehrere Leute, die hauen die bestimmt kaputt. Aber Duras ist ja sowas von Kameradenschwein. Ab hier solltest du dich alleine zurechtfinden. Rüste dich hier in der Stadt aus und dann... Ich komme klar, danke. Vergiss nicht, du bist schwach. Du brauchst etwas, um dich zu verteidigen. Sieh dich ruhig bei uns hier um. Wer weiß, vielleicht schließt du dich eines Tages sogar den Berserkern an. Wie steht es um die Separatisten hier in Edan? Separatisten? Diese Splittergruppe der Alps? Ich hörte, das seien Terroristen. Oh, Junge. Erstmal macht er dann Zwirbel und steht jetzt überhaupt nicht zu ihm geneigt. Sehr gut. Immerhin kämpfen sie gegen die Alps. Die Separatisten sind unseren Feinden auf jeden Fall am nächsten. Es sind immer noch Alps, auch wenn sie nicht mehr der Direktive der Alps folgen. Diese Terroristen verstecken sich und operieren aus dem Hinterhalt. Also pass besser auf, wenn du mal einem von ihnen begegnest. Mach deinen Weg, Flüchtling. Ich muss jetzt gehen. Ich bin ganz oben bei meinem Warlord Ragnar zu finden, wenn du mal wieder Schützenhilfe brauchst. Lass mich nur machen! Ja. Okay, das ist ein toller Start. Den hau ich um. Sehr gut. Lass mich nur machen. Der sich wieder regeneriert, der Typ. Oh, da kommen sie alle. Okay, jetzt hast du es verkackt. Halt! Dein Gesicht kenne ich nicht. Vor kurzem ist ein Gleiter der Alps über Edan abgestürzt. Darum ist es besser, wenn wir Nebelkrähen alles und jeden kontrollieren. Man kann schließlich nie wissen, was die Alps im Schilde führen. Sicher. Duras kennt mich. Kein Grund zur Sorge. Ja und? Von mir aus kannst du seine Mutter ausgraben. Das ändert trotzdem nichts daran, dass du jetzt erst einmal mit mir sprichst. Aber bevor du mir noch seinen Familienstammbaum unterbreitest, kürze ich das ab. Wärst du tatsächlich im Dienste der Alps, würdest du wohl kaum versuchen, mit Worten an mir vorbeizukommen. Eine letzte Sache noch, bevor ich dich passieren lasse. In Goliath wird nicht geklaut und die Waffen bleiben stecken. Nicht mehr, aber auch nicht weniger erwarte ich von dir. Okay, schon klar. Gut, dann Sorry. Heiße ich dich im Namen der Berserker willkommen. Ups. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich mich nur beeilen, weil da lief ja eben ein Typ. Wer ist das? Wer ist hier gerade langgelaufen? Das war ein Outlaw, ne? Hä? Hey du, hör mal. Was willst du? Ich suche einen Kerl, der angeblich hier in der Gegend noch vor kurzem gesehen worden ist. Sein Name ist Ray, schmieriger Typ. Er trägt meistens Outlaw-Klamotten, genau wie ich. Kennst du ihn? Ray? Nie gehört. Na gut. Dann schönen Tag noch. Was willst du von diesem Ray? Geschäfte. Nichts, was dich etwas angeht. Könnte sein, dass wir denselben Kerl suchen. Würde mich nicht wundern. Okay. Hab ich gerade nur gewundert, warum da so ein Outlaw rumlief. Deswegen. Naja, wir können jetzt erstmal mit diesem anderen noch zu Ende sprechen. Und die nächsten Folgen werden, glaube ich, sehr dialoglastig, weil die Berserker haben viel zu erzählen. Sehr viel zu erzählen.
Such jemand anderen zum Reden. Okay. Wer sind die Nebelkrähen? Die meisten Krieger in Goliath gehören den Nebelkrähen an. Sie sind neben dem Eisenclan und dem Hammerclan der dritte Clan in Goliath. Der Clan der Nebelkrähen steht für das Gleichgewicht und die Ordnung. Warlord Ragnar höchst selbst ist ihr Anführer. Wer? Jetzt sag nicht, du hast noch nie von Ragnar gehört. Ragnar der Stürmische? Ragnar, Sohn von Bjar? Er ist der oberste Warlord hier in Goliath und wohnt oben in den Ruinen aus der alten Welt. Wer führt diese Stadt im Moment? Du solltest mir besser zuhören. Das habe ich dir doch schon erzählt. Solange Meister Thorald auf Pilgerreise ist, hat Ragnar, der oberste der Warlords, die Führung übernommen. Seine Behausung ist nicht zu übersehen. Er wohnt, sagen wir mal, recht eigenwillig. Vielleicht hast du auch Glück und begegnest ihm im unteren Viertel. Dort sieht er oft nach dem Rechten. Aber verscherze es dir nicht mit ihm. Er fackelt nicht lange. Schon kapiert. Gut. Denn er ist es auch, der darüber entscheidet, ob jemand bei uns aufgenommen wird. Also bau keinen Mist und halte dich an die Gesetze. Aber sicher doch. Meister Thorald ist also nicht in der Stadt. Nein, er ist jetzt Pilger im Zeichen der Menschen von Edan und hat wichtige Dinge außerhalb dieser Mauern zu erledigen. Er wird wiederkommen, sobald seine Mission erfolgreich ist. Bis dahin hat Warlord Ragnar von ihm die Befehlsgewalt über Goliath übertragen bekommen. Ja, sagtest du bereits. Goliath ist stark befestigt. Natürlich ist es das. Hier drin bist du sicher. Auch wenn sich unsere Clans manchmal uneinig sind, so bilden wir doch zusammen ein Bollwerk gegen die Bedrohung der emotionslosen Alps da draußen. Also, kann ich hier irgendwo unterkommen? Du meinst, ob wir ein freies Bett für dich haben? Sieh dich auf der unteren Ebene um. In der Nähe der Taverne oder bei den Setzern findet sich sicher ein Platz. Aber in fremden Häusern hast du nichts zu suchen. Machst du hier lange Finger, musst du dich dafür vor unseren Warlords verantworten. Klar, klar. Ich will mir ein paar Splitter verdienen. Kannst du mit einer Waffe umgehen? Ich komme zurecht. Das ist schon mal gut. Aber packst du auch mit an? Oder machst du dir ungern die Hände schmutzig? Ja, noch etwas? Wenn es dir ernst ist, dann hör dich in der Stadt um. Aber ein kleiner Tipp unter Freunden. Verkauf dich nicht unter Wert. Wo kann ich nach Arbeit suchen? Sieh dich mal bei unseren Setzern um. Die stecken immer bis zum Hals in Arbeit. Ansonsten haben die Werker immer genug um die Ohren. Für jemanden wie dich genau richtig. Und wenn du dann noch immer nicht ausgelastet bist, versuch dein Glück im Kriegerviertel. Lass dir aber ja nicht einfallen, mit Gewalt an die Splitter der anderen zu kommen. Das haben wir hier gar nicht gern. Natürlich nicht. Ich hätte nicht erwartet, dass in Goliath auch mit Splittern bezahlt wird. Natürlich wird dir mit Elixid-Splittern bezahlt. Ebenso wie die anderen Gemeinschaften nutzen wir das Elixid als Gemeinwährung. Alles andere würde auch keinen Sinn machen. Die Nebelkrähen beobachten dich. Ja, jetzt haben wir erstmal eine riesige Stadt zu erkunden. Kann ich eigentlich... Ich kann ja von Haus aus schon schleichen. Warum läufst du so geduckt? Ich wusste gar nicht, dass ich schon schleichen kann. Naja, jetzt weiß ich. Such jemand anderen zum Reden. Natürlich. Ich habe gerade keine Zeit für dich. Diese fetten Ballisten sind schon cool. Aber warum liegt hier so ein Blech noch? Hey, du. Bist du der Ersatz? Wovon redest du? Dann bist du es also nicht. Egal, entschuldige die Störung. Eine Sache, die ich merkwürdig finde bei Elex, sind es fehlen teilweise Animationen. So wie der Typ. Der saß gerade auf der Bank.
Und er kann nicht von der Bank aus mit mir reden. Er war instant dann am Stehen. Und das ist doch merkwürdig, ne? Okay, oh, der hat mich ja gar nicht Keine Zeit. Oh, sehr gut. Ich hatte gerade schon Sorge, dass du mich siehst, Kumpel. Ich meine, selbst bei Gothic 1 konnten die vom Sitzen aus mit dir reden. Dann frage ich mich, wieso bei Elix solche Animationen nicht da sind. Gibt's noch was? Genervt? Was denkst du denn? Seit einer ihrer Gleiter oben im Westen abgestürzt ist, durchstreifen die Alps die ganze Gegend. Wenn nicht bald etwas geschieht, brauchen die Alps nur einen Ansturmwagen und aus ist es mit uns. Schon jetzt greifen uns Wühler an und von den Torwachen ist weit und breit nichts zu sehen. Wie soll ich mich hier denn sicher fühlen? Die Stadt ist doch gut befestigt. Was nützt die Befestigung, wenn die Wühler sich einfach aus dem Boden graben? Ich will, dass eine Wache bei uns auf dem Setzlingsfeld postiert wird. Die Wache Alva wurde von Cormac genau dazu abgestellt. Aber ich sehe von Alva weit und breit nichts. Einen Tag war er hier und danach nichts mehr. Verdammter Faulpelz. Aber sag mal, ich kann hier nicht weg, aber du könntest für mich mal nach der Wache sehen. Irgendwer sollte ihr mal so richtig den Kopf ins Setzlingswasser drücken. Boah, das können wir gleich machen. Eine Sache, die mir auch sehr unschön gerade anstößt, ist diese Clipping-Fehler. Achtet mal auf die Waffe und wie oft er einfach da durchklippt. Ich hoffe, das werden sie in Elix 2 anpassen. Hast du den Alpgleiter gesehen, als er abgestürzt ist? Na klar, das war von hier aus gut zu sehen. Interessant. Konntest du auch sehen, warum er abgestürzt ist? Keine Ahnung. Motorschaden? Sich auf Technik zu verlassen, ist eh der blanke Wahnsinn. Mich würde jedenfalls niemand in eine solche Höllenmaschine reinbekommen. Maschinen sind wieder der Natur. Sieht man ja, was dabei herauskommt. Was glaubst du, wurde aus dem Piloten des Gleiters im Westen? Ich nehme an, die Alps haben ihn da rausgeholt und wieder in den Norden gebracht. Dort sollen sie auch bleiben, wenn du mich fragst. Was sind das für Setzlinge hier? Lass dich von Born darüber aufklären. Ich habe wirklich keine Lust, jetzt eine Lehrstunde über Weltenherzen abzuhalten. Was ist ein Weltenherz? Dein Ernst jetzt? Habe ich nicht gerade gesagt, dass ich keine Lust habe, eine Lehrstunde zu geben? Nein. Ach, du gibst ja doch keine Ruhe. Es ist doch jedes Mal das Gleiche mit euch Neuen in Goliath. Also, aus den Setzlingen hier werden irgendwann Weltenherzen. Siehst du die Bäume da drüben? Die Sträucher und Gräser? Das alles existiert nur, weil wir unsere Weltenherzen in Edan verteilt haben. Wir speisen die Setzlinge mit Mana und züchten sie zu Weltenherzen heran. Wir heilen mit ihnen die Welt von der Verseuchung des Elex. Alles klar? Klar. Was ist Mana? Nix da, ich hab schon genug Lehrstunden gehalten heute. Wenn du mehr über Mana wissen willst, dann sprich mit Kaldrim. Ich denke darüber nach. Mach, wie du willst. Was habe ich davon, wenn ich dir helfe? Sicherheit vor den Wühlern. Wieso sollte ich dir etwas dafür geben? Es sollte auch dein Anliegen sein, dass diese Stadt nicht überrannt wird. Na, eigentlich kennen wir die Stadt nicht. Aber wir sagen das mal. Mir ist diese Stadt egal. Wie du willst. Wenn du es schaffst, die zweite Wache zu finden, werde ich dir ein paar Splitter geben. Ich kann dir jetzt nicht sagen, wie viel. Ich weiß überhaupt nicht, wie viel ich noch habe. Ich muss erst nachschauen gehen. Ich werde Alva suchen. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Am besten fängst du deine Suche bei Drog an. Er ist die andere Torwache und war ein Kumpel von ihm, glaube ich. Er steht vermutlich am unteren Stadttor auf seinem Posten. Ja, alles klar. Ich werde mal kurz in dein Haus schleichen. Wenn du so weiterschleichst, bekommen wir ein Problem. Entschuldigung, ich dachte, du bist gerade weggegangen. Geh.
Ich weiß nicht, ob der mich sieht. Wohl mal nicht. Ein bisschen Diebstahl muss sein. Die Einrichtung gefällt mir sehr, sehr gut hier. Ist echt stimmig. Okay, dann gehen wir nochmal zu bohren. Ich habe gerade keine Zeit. Cooles Schwert hat er. Wegen deines Kumpels Alva. Was ist mit ihm? Wo ist er? Er sollte doch Wache stehen. Woher soll ich das wissen? Er kommt und geht, wie es ihm passt. Ganz unter uns. Ich glaube, Alva hat ein kleines Alkoholproblem. Wenn du ihn irgendwo findest, dann vermutlich da, wo es Alkohol gibt. In der Taverne. Frag doch mal bei Oran, dem Wirt, nach. Er könnte Alva gesehen haben. Alles klar. Danke, danke. Ich habe gerade keine Zeit für dich. Das ist jammerschade. Wir reden später. Such jemand anderen zum Reden. Keine Zeit. Such jemand anderen zum Reden. Unhöflich seid ihr alle. Ich kann jetzt nicht. Okay. Darf mich hier bloß nicht beim Clown erwischen lassen. Wir reden später. Was ich halt cool finde bei Elex, was ich immer lobend erwähnen muss jetzt auch, die Orte sind halt wirklich so gebaut, auch dass, also es ist glaubwürdig. Da, hier sind sehr viele Menschen. Das könnte halt wirklich, ne, halt so ein, also das wirkt auch wie die Hauptzentrale der Berserker. In Risen 3 habe ich jetzt zum Beispiel oft angeprangert, dass, die Orte eigentlich viel zu klein sind, um ein glaubhafter Stützpunkt zu sein. Da gibt es dann so gar keine Familien oder sowas, ne? Ich meine, ich glaube, in Elex gibt es auch keine Kinder, aber es gibt zumindest was ist das denn hier? Es gibt zumindest viel mehr Menschen und die Orte sind größer. Oh, was ist denn hier? Oh, kann ich da nicht rein? Erstmal was essen. Das habe ich schon einmal gehört. Erstmal Pause machen. Aber das ist für mich auch nochmal genau das, was ich wollte. Einfach mal nochmal ein Bild machen. Orans Schuldenbuch im Spiel. Weißt du, dann komme ich halt, wenn ich Elex spiele und auch für unseren Elex-Podcast, der vielleicht dann irgendwann dann kommt, bin ich dann besser vorbereitet, weil ich dann nochmal frisch meine Erfahrung nochmal im Spiel gesammelt habe. Machst du dir in die Hosen oder warum läufst du so geduckt? Nö, ich wollte nur was gucken. Okay, aber ich verlaufe mich hier gerade jetzt schon. Das Schuldenbuch. 4 Häuser. Aha. Da wird ja das Bild. Keine Ahnung, wo das ist. Oran Schuldenbuch. Sinda, 2-mal nicht bezahlt. Habe mir aus dem Lager als Gegenleistung einige Nahrungsmittel geben lassen. Drock. Bezahlt immer, aber wartet damit zu lange. Habe mir, während er betrunken war, seine Waffe als Pfand genommen. Tussant. Angrim. Bezahlt nie. Einen Warlord zu bestehen ist gefährlich. Habe stattdessen Joras Splitterbeutel genommen, als er auf einem meiner Tische eingepennt ist. Alva ist dauernd total bereit und macht Ärger. Habe ihn ein paar seiner Splitter abgenommen, als er total dicht im Schlamm lag. Ah, Alva, das ist der, den wir suchen, ne?
Habe ihm seine Waffe abgenommen, als er wieder mal total dicht im Schlamm lag, ja. Habe ihm die restlichen Splitter abgenommen, als er total dicht im Schlamm lag. Also okay. Ne? Und er scheint nicht mehr zu kommen. Schade, er war ein guter Kunde. Okay. Interessant. Ich würde sagen, in der nächsten Folge schauen wir uns ausgiebig in Goliath um und gucken mal, was es hier so zu sehen gibt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ich bin stark. Ich bin schnell. Ich habe ein Jetpack. Bereit für ein Duell? Wenn wir kämpfen, wirst du sterben. Richtig. Keiner wird dich bergen. Tja. Felix, ja, Blut? Ja. Kämpfe mit Blut? Klar. Jax.